Moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Eigentlich bin ich auf dem Weg zum Sport und wie ihr seht auch im Auto, dementsprechend nicht die optimale Kulisse und eigentlich auch nicht die, die ich mir vorgestellt habe, aber es gibt in Anführungsstrichen Breaking News. Und die muss ich natürlich erstmal raushauen, bevor es hier den nächsten Wochenvlog gibt. Dementsprechend wird das Video hier auch heute Abend noch vor dem Wochenvlog online gehen. Und zwar ist es Gerüchten nach zufolge so, dass Hannover 96 einen neuen Trainer hat. Und zwar wird aller Wahrscheinlichkeit nach Mirko Slomka tatsächlich auf die Trainerbank von Hannover 96 zurückkehren. Aufgewärmtes schmeckt ganz, ganz selten besser. Und in diesem Fall bin ich wirklich extrem skeptisch, ob das denn wirklich die richtige Entscheidung ist. Wir hatten einige Kandidaten, ich habe das in meiner Analyse, die ich ja gestern erst hochgeladen habe, so ein bisschen betrachtet. Einerseits bin ich kein großer Fan davon, Thomas Doll trotz in meinen Augen ordentlicher Arbeit, die er gemacht hat, einfach wegzuwerfen, zumal man dem sicherlich auch eine Entschädigung zahlen muss, gehe ich zumindest stark von aus. Dazu hat man die Gelegenheit gehabt, Nestor El Maestro zu holen, der ja lange Zeit, glaube ich, auch Co-Trainer von Mirko Slomka war. Dann hat man die Möglichkeit gehabt, Cherundolo beispielsweise zu holen, auch wenn das als richtiger Cheftrainer in meinen Augen ein bisschen verfrüht gewesen wäre. Man hatte die Möglichkeit, Markus Anfang, Kenan Kocak, also zwei erfahrene Zweitliga-Coaches, der eine mit Kiel fast den Aufstieg geschafft und mit Köln den Aufstieg effektiv geschafft. Der andere mit Sandhausen gute Arbeit geleistet und jetzt wird es anscheinend der ehemalige Europa-Warrior Mirko Slomka. Natürlich hat er mit 96 große Erfolge geleistet, beziehungsweise erreicht. Europa League war damals nicht geplant, gerade nach dem tragischen Tod von Robert Enkert, das wahrscheinlich keiner erwartet, dass es so schnell gehen würde, aber wir haben es erreicht und wir hatten mit ihm eine echt geile Zeit. Zum Ende hin hat allerdings sein Stil irgendwann nicht mehr funktioniert. Das war ja im Endeffekt Konterfußball, extremer Tempofußball und das ging irgendwann nicht mehr. Und dann hat er es verpasst, den richtigen Moment zu finden, um halt das System zu ändern und dementsprechend hat er verkackt. Hat natürlich auch seine Probleme mit Schmadtke gehabt, das ist gar keine Frage. Schmadtke auch ein schwieriger Charakter, genauso wie Slomka. Dementsprechend hat das nicht hundertprozentig funktioniert zwischen den beiden, auch wenn Schmadtke in meinen Augen der größere Verlust gewesen ist für 96. Im Endeffekt ist Slomka dann früher oder später auch gegangen und hat, nachdem er gegangen ist, auch nicht mehr wirkliche Erfolge eingefahren. Ja, beim HSV lief es nicht wirklich und ich glaube, danach hat er gar keine wirkliche Trainerstation mehr gehabt. Dementsprechend ist 96 jetzt seit langer Zeit mal wieder sein erster deutscher richtiger Verein. Große Frage ist, hat er das Niveau? Sicherlich, er hat das können. Er ist ein guter Trainer grundsätzlich. Kann er es denn wirklich zeigen und wird da die Performance aus der Mannschaft rausholen? Da bin ich skeptisch, weil damals war der klare Underdog 96. Ja, damals hat keiner erwartet, dass wir irgendwie in Europa League kommen. Jetzt sind wir in der zweiten Liga eigentlich zum Aufsteigen verdammt. Gerade auch dadurch, dass wir eben den finanziellen Druck haben und natürlich auch eine extreme Erwartungshaltung sowohl von Clubfans als auch von Martin Kind persönlich. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe. Grundsätzlich, ich mochte Slomka nie. Ich war nie großer Slomka-Fan. Ich halte den für einen guten Trainer, aber auch einen sehr hochnäsigen Trainer. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Sicherlich ein guter Typ, aber als Fußballtrainer, als Fußballlehrer, gerade in der zweiten Liga, die halt nochmal ein ganz anderes Niveau hat, das hat man bei 96 auch gemerkt, es funktioniert nicht, wenn du da der wirkliche Favorit bist, weil sich die Teams hinten reinstellen, das ist viel physischer, da musst du die Spielertypen für haben und das ist eigentlich nicht der Konterfußball, für den Mirko Slomka steht, nicht der, wo man sich reinstellt und kontert, weil wir sind ja der Favorit, die anderen werden uns das Spiel machen lassen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, andererseits auch sehr begeistert davon, weil es halt eben doch ein großer Name ist und etwas, mit das ich habe damit einfach nicht gerechnet, deswegen auf einer Seite bin ich so, Slomka, nicht mein größter Favorit. Andererseits, ich habe es nicht erwartet und das finde ich dementsprechend ganz geil, weil er hatte Erfolg in Hannover. Warum soll er ihn nicht wieder haben? Trainer, die eine längere Pause hatten, können durchaus Erfolg haben in Deutschland. Und ich glaube, bei Slomka, ja, warum nicht? Ne, warum nicht? Wie gesagt, nicht der größte Fan. Gespannt, was kommt. Riesige Neuigkeit. Die offizielle Bestätigung steht noch raus, aber lang kann es nicht mehr dauern. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war's von diesen 96-Bit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.